In dem heutigen Video habe ich drei Ratschläge für dich, die du unbedingt kennen solltest, um deinen Score sofort bei der nächsten Runde zu verbessern. Also bleib dran, wir starten jetzt. Fangen wir mit dem ersten Tipp an, den du sofort umsetzen kannst. Es ist ja so, in den 1950er, 1960er Jahren, da waren ja ganz, ganz viele Spieler damals, die wirklich toll gespielt haben. Ich sage zum Beispiel einen Sam Snead, einen Ben Hogan, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, all diese Golfer hier früher hatten die Eigenschaft, dass sie im Rückschwung die linke Ferse etwas gehoben haben. Ja, und dann war das auf einmal ganz weg. Auf einmal in den 80er, 90er Jahren war es auf einmal modern in der Instruktion, dass man gesagt hat, nein, die linke Ferse muss unbedingt unten bleiben. Und das ist etwas, wo ich sage, das hat sicherlich den Golfern langfristig nicht gut getan. Denn eine Ferse, die am Boden bleibt, bedeutet, dass man sich nicht ordentlich drehen kann mit dem Becken. Das heißt, man wird die Lendenwirbelsäule sehr stark belasten. Wenn man die Ferse unten lässt, hat man auch Probleme mit der Verlagerung des Drucks auf dem linken Fuß. Das wird sehr, sehr schwierig. Und man bekommt auch Probleme im Abschwung mit der Drehung. Das heißt, alles, was Drehung und Gewichtsverlagerung ist, wird gestört, wenn man versucht, im Aufschwung den linken Fuß am Boden zu lassen. Also, bitte mach es wie früher, wie die alten Golfer in den 1950er und 1960ern. Erlaube ruhig, deine linke Ferse ein wenig vom Boden wegzukommen im Rückschwung. Das wird dir helfen, dass du den Druck früher auf dem vorderen Fuß hast. Und du wirst dir viel leichter tun, eine bessere, kraftvollere und vor allem auch gesündere Bewegung zu machen. Und das kannst du sofort bei der nächsten Runde ausprobieren. Kommen wir zum zweiten Tipp, der dir helfen wird, Schläge auf der Runde zu sparen. Und da geht es jetzt ums Chippen. Beim Chippen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was häufig übersehen wird. Das sieht man bei allen Profigolfern, also alle, die das gut können, aber bei Hobbygolfern quasi nie. Achte mal drauf, wenn du nächstes Mal bei einem Turnier zusiehst, dann siehst du, dass die Profigolfer immer wieder Probeschwünge machen vor dem Schwung. Ja? Sie stehen immer da und machen das mehrmals. Und was sie da machen ist, sie achten darauf, wie es sich anfühlt, wie die Sohle auf den Boden trifft. Sprich, sie fühlen, ob das dann stehen bleibt oder ob das gut durchgleitet. Weil das hat dann sehr, sehr viel zu tun mit der Energie, die man benötigt, um den Ball zu schlagen. Wenn man zum Beispiel spürt, dass gewisse Grassorten sehr, sehr ruppig sind und man bleibt dann etwas hängen, zum Beispiel so, ja, da muss man dann etwas herumspielen und schauen, wie muss ich den Schläger schwingen, mit welchem Tempo oder mit welcher Form, dass ich da eben schön durchgleiten kann. Das heißt, bevor du einen Chip machst, versuche zu spüren, wie die Interaktion Schläger zum Boden ist und versuche, ein Gefühl aufzubauen. Die meisten Golfer machen hier den Riesenfehler, dass sie bereits im Setup den Schaft zu weit nach links geneigt haben, sprich diese Kante hier zu weit hinunterkommt und dann ohnehin dann hängen bleiben. Ja, du siehst die Hacke hier und das ist etwas, was du tunlichst vermeiden möchtest. Also du stellst dich jetzt hin, schaust, dass die Sohle flach am Boden liegt, machst ein paar Probeschwünge, versuch zu fühlen, wie sich der Boden anfühlt, ob ich da gut durchrutsche. Und wenn du ein gutes Gefühl hast, dann stellst du dich hin und machst diese kleine Bewegung. Und du wirst sehen, du wirst den Ball viel häufiger, viel besser treffen, weil du das Ganze auch viel bewusster machst. Und wenn dir dieses Video gefällt, hinterlasse bitte ein Like und abonniere den Kanal. So, kommen wir zum dritten Tipp. Ich möchte dir erklären, was wichtig ist beim Pitchen. Und zwar, es wird auch häufig der Fehler gemacht, dass Golfer versuchen, eher kurz auszuholen beim Pitchen und lange durchzugehen. Sie glauben dadurch, dass man dadurch die Länge steuern kann. Nein, das macht man nicht so. Die Distanz, also die Länge des Pitches, steuert man hauptsächlich über den Weg der Hände. Das heißt, wenn die Hände hierher gehen, wird der Ball nicht so weit fliegen. Wenn die Hände bis daher gehen, wird der Ball weiter fliegen. Es ist nicht die Idee, dass du versuchst, lange durchzuschwingen, um den Ball länger zu schlagen. Es ist tatsächlich so, dass die Profigolfer es so machen, dass sie sogar weiter ausholen, als sie durchschwingen beim Pitchen. Man sieht keine langen Durchschwungbewegungen. Man sieht immer eher eine Bewegung von hier bis hier, also eher kürzer. Und auch du solltest es so machen. Das heißt, versuch bitte beim nächsten Mal, wenn du auf der Runde bist, dass du vielleicht ein wenig weiter ausholst, als es gewohnt bist. Und versuche den Schwung ein bisschen früher zu stoppen. Und du wirst merken, du wirst die Bälle wesentlich besser treffen. Und wenn du jetzt auf dieses Video gehst, da erfährst du noch ein paar Tipps fürs kurze Spiel, wo du dir toll Schläge auf der Runde sparen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.